und die in Paderborn in diesem Jahr Fünfte waren im Großen Preis, im Weltcup in Göteborg vor heimischer Kulisse platziert waren. Douglas oder Douglas Lindelöf, ihm ist es egal, wie man es ausspricht. Er in der Nähe Stockholms geboren, vor über 21 Jahren, war letztes Jahr Europameister als junger Reiter in der Einzelwertung, lebt etwa eine Autostunde nördlich von Malmö. Und ist immer mit seiner Mutter Agneta unterwegs zu den Turnieren, die vor 5-6 Jahren im großen Sport aufhört und auch Nationenpreise für ihr Land Schweden bestritt. Er mag so ein bisschen die leichteren, so etwas blütigeren Pferde unter dem Sattel. Das ist so sein Ding, sagte er mir. Und da kommen die 6 Galoppsprünge ganz, ganz einfach, weil dieses Pferd wie eine Ziehharmonika im perfekten Spiel sehr schnell Galoppade verkürzen und verlängern kann. Und er ist dabei. Der gestrige Sieger, auch heute souverän unterwegs, 0. Und damit in der Siegerrunde Douglas Lindelöf und Tallina. Und als letzter Starter wird er dementsprechend auch in der Siegerrunde dann dabei sein, unterwegs sein. Und er wird, glaube ich, für viele jetzt auch als Favorit gehandelt. Natürlich auch ein Jörg Oppermann, weil der im Stechen mit Che Guevara alle Möglichkeiten besitzt, in dem aber auch ein Markus Ening dabei sein wird. Wir können vielleicht uns noch einmal anschauen, wer denn die 10 sind. Douglas Lindelöf und in umgekehrter Reihenfolge, wie wir es jetzt sehen, wird nachher gestartet, dann auch sicherlich fast Katharina Offel, Jörg Oppermann, Nisse Lüneburg, Janne-Friederike Meyer. So, dann hinten raus kommt ein Björn Nagel, Markus Ening, Florian Meyer zu Hartum, Retjan Broching und Simone Wettstein. Sie hat es noch geschafft, mit ihrem Vierfederritt dabei zu sein. Sie wird nachher der Siegerrunde beginnen.